Berechne die Koordinaten des Schwerpunkts S des Dreiecks ABC. Es gilt A ist minus 3 minus 5, B ist 7 minus 3 und C ist 2, 2. Da gibt es meistens in der Formelsammlung eine ganz tolle Formel, die man hier gleich anwenden kann, nämlich der Schwerpunkt lässt sich berechnen, indem man sämtliche x-Koordinaten zusammenzählt, also xa plus xb plus xc und dann durch 3 teilt. Die y-Koordinate ist entsprechend gleich, nämlich man zählt die ganzen y-Koordinaten zusammen, ya plus yb plus yc und teilt es ebenfalls durch 3. Wie man jetzt genau auf die Formel kommt, das wird jetzt das Video sprengen. Es geht jetzt nur darum, wie berechne ich es. Da gibt es bestimmt noch andere Videos, wo man das anschauen kann. Ich soll jetzt nur ums Ausrechnen gehen. So, zweiter Schritt ist jetzt, ich setze die ganzen Zahlen einfach ein. X von A ist minus 3, X von B wäre 7 und X von C ist 2 geteilt durch 3 und das gleiche mit den y-Koordinaten. Minus 5 minus 3 plus 2 geteilt durch 3. So, und das rechnen wir jetzt zusammen. Ich mache jetzt so einen Zwischenschritt. Minus 3 plus 7 plus 2 sind 6 geteilt durch 3. Und minus 5 minus 3 sind minus 8 plus 2 sind minus 6 geteilt durch 3. Und jetzt sehen wir schon, 6 geteilt durch 3 sind nichts anderes als 2 und minus 6 geteilt durch 3 sind minus 2. Und damit habe ich meinen Schwerpunkt berechnet und bin mit der Aufgabe fertig.